Wichtige Regel, wenn du dir einen Kopf aussuchst, sei sicher, dass du auch durchsehen kannst. Es gab nur einen Weg, um herauszufinden, ob das hier funktionieren würde. Es funktionierte. Hector dachte, dass Coco ein echter Roboter wäre. Eine ganze Stunde lang ein Roboter zu sein, war anstrengend. Coco wäre jetzt gern aus dem Ding herausgeklettert. Aber er wollte Hector den Spaß nicht verderben, wenn er bemerken würde, dass der Roboter nicht echt war. Da er den Knopf nicht erreichen konnte, beschloss Coco, sich zu entspannen und zu warten, bis der Aufzug kommen würde. Oh nein! Ich muss meinen XF-17 zu Hause vergessen haben. Ausgerechnet mein liebstes Stück. Wie wär's, wenn ich ihn hole und Sie bauen weiter auf? Wie sieht er denn genau aus? Na ja, er ist etwa 5 cm groß, rot und er hat keine Beine. Coco wartete so lange darauf, dass der Aufzug käme, dass er darüber einschlief. Oh, hallo, Frau Professor. Hallo, ich bin nur gekommen, um einen kleinen roten Roboter abzuholen. Meinen Sie den, der da steht? Er hat gesagt, er wäre 5 cm groß, aber ich nehme an, er meinte 50. Haben Sie meinen XF-17 gefunden? Ja, er ist wirklich süß. Wie alt waren Sie, als Sie ihn gebaut haben? Ungefähr 6? Nein, nein, ich war etwa 22. Er ist süß, sagen Sie? Ich habe ihn am Fahrstuhl stehen gelassen, weil er mir zu schwer wurde. Schwer? Da war der Fahrstuhl. Endlich konnte Coco nach Hause. Oh, oh, ich habe ihn genau hier abgestellt. Oh nein, bestimmt ist jemand dagegen getreten. Suchen wir den Boden ab. Ich glaube nicht, dass man das Ding quer durch den Raum schießen könnte. Aber natürlich ginge das. Er ist doch nur 5 cm groß. Sie meinten 50. Ich kenne den Unterschied zwischen 5 und 50, Frau Professor. Oben läuft ein außer Kontrolle geratener Roboter. Er ist klein, rot und auf der Seite steht XF-17. Haben Sie die Fernbedienung? Welche Fernbedienung? Er hat gar keine beweglichen Teile. Ich bin völlig verwirrt. Das sah wirklich nicht aus wie zu Hause. Wer waren all diese seltsamen Leute? Das ist er nicht. Ist er wohl? Diese Handschrift kommt mir aber sehr bekannt vor. Lauter spielen sollen. Hier, versuch es mal. Hier, du kannst damit üben, bitte.
Coco nahm das Dirigieren sehr ernst und übte überall und immer zu. Bald hatte er das Gefühl, er könnte eigentlich alle dirigieren. Bis auf Chucky. Nein, Chucky! Das ist nicht deiner! Hier ist dein Stöckchen. Entschuldige, Coco. Jetzt wusste Coco, warum bei Konzerten keine Hunde erlaubt waren. Als die Zeit für seinen Auftritt kam, fühlte Coco sich wie ein Dirigent. Oh, du siehst ja tatsächlich wie ein richtiger Dirigent aus, Coco. Kein Problem. Hier, nimm meinen. Hey, Coco, du siehst toll aus. Der das Orchester dirigiert? Ich habe ihn gestern hier gesehen, wie er mit den Tauben geübt hat. Wo ist er hingeflogen? Mist, ich hab's leider nicht gesehen. Chucky wird ihn finden und zurückbringen, wenn wir hier warten. Siehst du nicht, dass er sich konzentrieren muss? Ja, du hast es geschafft, Coco. Toll! Saubere Arbeit, Coco. Bravo! Bravo! Es gab zwei Dinge, die Coco aus dieser Erfahrung lernte. Es kommt alles auf das richtige Zeitgefühl an. Und die Leute lieben es, einem saltoschlagenden Hund zuzusehen. Neues Zuhause? Wir sollen hier bei Ihnen wohnen? Nicht Sie, nur Graf Parsival. Nur Hector? Ohne mich? Nun, er ist etwas Besonderes. Gönnen Sie ihm sein neues Glück etwa nicht? Natürlich gönne ich es ihm. Möchtest du denn hier leben, mein Junge?
Ich habe ihn noch nie so fröhlich gesehen. Sollte ich ihm die Freude für den Rest seines Lebens etwa verderben? Es ist Schicksal, aber Sie dürfen ihn besuchen. Sozusagen als sein Dienerfreund. Also dann, ich muss zurück in meine Eingangshalle. Sagen Sie ihm, dass ich ihn besuchen werde. Nun dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Hector bemerkte eigentlich gar nicht, was passiert war. Er hatte einfach viel zu viel Spaß. Möchtest du spazieren gehen? Na, gefällt dir das, Graf Parsifal? Die Eingangshalle war ohne Hector einfach nicht dieselbe. Das Einzige, was zählt, ist, dass er glücklich ist. Oh. Coco hatte noch nie erlebt, dass Hector sich so freute, ihn zu sehen. Percival? Du hast deinen Rote-Bete-Brei à la Bratvia noch nicht angerührt. Jetzt friss. Wieso war Hector nur so unglücklich? Hier gehörte er schließlich hin. Oder doch nicht? Coco fand, dass dieses Bild gar nicht wie Hector aussah. Aber warum nicht? Vielleicht mussten die Messungen noch einmal von einem schlauen kleinen Affen überprüft werden. Dieser Hund war so hoch wie 3 Stiefelschnallen. Hector auch. Das war er wirklich. War er auch 4 Streifen lang? Der Mann musste ein paar starke Nackenmuskeln gehabt haben, um dieses Ding auf dem Kopf zu tragen. Sie wogen auch dasselbe. Hector entsprach allen Maßen. Dieser Fleck war Coco vorher noch nie an Hector aufgefallen. Er roch nach Marmelade. Geht es dir gut? Sie hatten keine Zeit, um nach Seife zu suchen. Stimmt irgendetwas nicht? Oh, da ist ja der kleine Wuschelaffe. Den möchte ich auch behalten. Oh, bitte. Keinesfalls, Euer Hoheit. Er wird auf der Stelle gehen. Warten Sie, sehen Sie doch. Graf Parsivals Muttermal ist verschwunden. Unmöglich. Das würde ja bedeuten, dass er gar nicht Graf Parsival ist, sondern irgendein Hund. Beruhigt euch. Irgendwas in diesem Keller muss Ihnen Angst machen. Gehen wir mal zusammen hinunter und schauen nach. Ich muss auf den Mann warten, der die Türklingel reparieren soll. Hector wünschte, er könnte auf den Mann warten, der die Türklingel reparieren sollte. Ich setze euch beide jetzt ab. Einverstanden? Oh,
Oh! Nun, wir haben den gesamten Keller abgesucht und nichts Furchteinflößendes gefunden. Ich denke, wir sollten die Kartons hier stapeln. Ich gehe hoch und hole noch mehr. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht. Der Keller jagte einem keine Angst ein. Aber dieses Geräusch, das jagte einem Angst ein. Hector wusste nicht, wofür das gut sein sollte, aber er wusste, dass es peinlich war. Zuerst musste Coco herausfinden, woher dieses Geräusch genau kam. Aber leider schien es aus allen Richtungen zu kommen. Hector fühlte sich nicht sehr würdevoll, aber er hatte auch keine Angst mehr. Okay. Wenn Coco etwas über Geräusche wusste, dann, dass sie umso lauter wurden, je mehr man sich ihnen näherte. Aber wie konnte sich Coco dem unheimlichen Geräusch nähern, ohne dem unheimlichen Geräusch nahe zu kommen? Coco hatte recht. Man sollte alles aufheben, weil man nie wissen konnte, wann man es noch brauchen würde. Um das Geräusch ausfindig zu machen, teilte Coco den Keller in 4 Abschnitte ein. Er nahm das unheimliche Geräusch in jedem der 4 Abschnitte auf. Coco spielte die Aufnahme ab und hörte genau zu. Jetzt wusste er, dass das Geräusch aus dem Teil des Kellers kam, wo die Kartons standen. Sie hatten es gefunden. Ach, herrje, was für ein unheimliches Geräusch! Ja. Ich schlage vor, wir gehen mal runter und sehen uns um.